Manchmal reicht ein einziger Satz aus, um eine Liebe zu zerstören, und es kann sein, Sie bemerken nicht einmal, welche fatale Wirkung dieser Satz hat. Und deshalb will ich Sie in diesem Video vor drei Sätzen warnen, die jede Liebe killen können. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und ich habe die 365-Tage-Challenge erfunden. Dort können Sie sich jeden Tag des Jahres kleine Impulse und Aufgaben für Ihr persönliches Wachstum abholen. Einen Link finden Sie unter diesem Video. Vielleicht fragen Sie sich, ist es wirklich möglich, dass nur ein einziger Satz eine ganze Liebe zerstört? Ich sage Ihnen, ja, das ist möglich, denn es ist unglaublich, welchen Schaden man mit Worten anrichten kann. John Gottman, das ist der bekannteste Beziehungsforscher der Welt, der hat in seinen Studien nachgewiesen, auf eine negative Äußerung oder ein negatives Signal, das Sie an den anderen senden, da müssen 5 positive Äußerungen oder Signale kommen, denn sonst geht Ihre Beziehung kaputt. Mathematisch bedeutet das in etwa, jeder negative Satz, der wird von dem anderen innerlich mit 5 multipliziert, hat also ein unglaubliches Gewicht. Und das ist der Grund, warum die 3 Beziehungskiller-Sätze, die ich Ihnen jetzt gleich vorstelle, eine so verheerende Wirkung entfalten. Der andere nimmt die Sätze äußerst sensibel wahr. Und dabei erteilt er Ihnen keinen Rabatt, falls Sie die Sätze im Streit gesprochen und gar nicht so gemeint haben, wie wir alle ja hinterher gerne behaupten. Wissenschaftler, die haben herausgefunden, dass Menschen in einer Beziehung die positiven Aussagen des anderen ziemlich schnell wieder vergessen können. Aber wenn Ihnen der Liebespartner einen kränkenden Vorwurf an den Kopf wirft, wenn er etwas Negatives sagt, dann hält dieser Vorwurf noch lange nach, über Monate und manchmal sogar über Jahre und manchmal ein ganzes Leben lang. Und das hat einen evolutionären Grund, den Sie kennen sollten. In der Frühzeit, da war der Partner oft die einzige Lebensversicherung, die es für einen Menschen gab. Die Frau, die musste sich darauf verlassen, dass der Mann sie als Jäger versorgt hat. Und der Mann, der musste sich darauf verlassen, dass die Frau seine Kinder gut versorgt und damit auch sein eigenes Überleben im Alter gesichert hat. Denn es gab damals noch keine Rentenkasse, es gab nur Kinder, die ihre Eltern später im Alter mitversorgt haben. Und eine negative Äußerung des Mannes konnte also ein feiner Hinweis darauf sein, dass eine existenzielle Katastrophe bevorstand. Zum Beispiel, dass der Mann seine Jagdbeute nicht mehr mit der bisherigen Frau seines Herzens teilen würde, sondern bald mit einer neuen, bald mit einer anderen. Und jede negative Äußerung der Frau konnte ein feiner Hinweis darauf sein, dass sie mit den Kindern bald zu einem anderen Mann überlaufen und für dessen Überleben im Alter sorgen würde und nicht mehr für das ihres jetzigen Mannes. Unser Überleben hing also davon ab, ob die Beziehung funktioniert hat oder nicht. Und deshalb hat die Evolution uns ein ganz feines Ohr dafür geschenkt, ob der Partner wohl gut über uns denkt oder nicht, ob er uns eng verbunden ist, ob er uns treu ist, ob er uns tatsächlich liebt. Jede Bemerkung, die Zweifel daran weckt, die wird also mit 5 multipliziert und diesen Hintergrund, den müssen Sie kennen, um gleich zu verstehen, warum die folgenden 3 Sätze eine so fatale Wirkung entfalten. Ich beginne jetzt mit dem ersten Satz. Wenn du mich wirklich liebst, dann. Wenn Sie das sagen, dann sagen Sie indirekt, ich habe Zweifel daran, dass du mich noch liebst. Du stehst unter dem Verdacht, dich innerlich schon aus unserer Beziehung verabschiedet zu haben. Und jetzt sehe ich dich in der Bringschuld, dass du mir deine Liebe beweist. Tu genau das, was ich jetzt von dir verlange, sonst bleibe ich bei meiner Meinung, dass du mich nicht mehr liebst. Das ist eine heftige Botschaft. Und diese Botschaft, die schwingt bei diesem scheinbar harmlosen Satz mit. Und natürlich spürt der andere auch, dass eine wahre Liebe niemals an Bedingungen geknüpft sein darf. Wer wirklich liebt, der liebt den anderen nicht, weil der dieses oder jenes tut, sondern er liebt den anderen, weil der andere so ist, wie er ist. Und genau das stellt der Killersatz, wenn du mich wirklich liebst, dann massiv in Frage. Darum, meiden Sie diesen Satz unbedingt. Ich sage Ihnen gleich noch, wie Sie denselben Sachverhalt formulieren können, und zwar so, dass er Ihrer Liebe dient, statt ihr zu schaden. Und hier ist der zweite Satz, der eine Beziehung ruinieren kann. Früher hast du doch immer noch,
und jetzt folgt dieses oder jenes für mich getan oder für mich empfunden oder mit mir unternommen. Und es schwingt die Botschaft mit, es ist vorbei mit deiner Liebe. Denn früher, als du mich noch liebtest, da hast du dich anders verhalten. Da hast du noch viel für mich getan, da hast du noch viel für mich empfunden. Dein heutiges Verhalten, das verrät mir, dass du auf Distanz zu mir gegangen bist, dass du mich nicht mehr von ganzem Herzen liebst. Unsere Liebe, die ist abgekühlt, unsere Liebe, die ist im Eimer. Genau das kommt an, wenn man diese Botschaft mit dem Faktor 5 multipliziert. Denn die Vergangenheit, die ist vorbei. Und wie ein Feuer, wenn es abgebrannt ist, nur noch Asche zurücklässt, so scheint auch ihre Beziehung sich zu einem Aschehaufen verwandelt zu haben. Und das ist nur durch diesen einen Satz assoziiert worden. Ich verrate Ihnen gleich, wie Sie es viel geschickter ausdrücken und damit Ihre Beziehung stärken statt schwächen können. Und hier noch der dritte Beziehungskillersatz, der eine Liebe kaputt machen kann. Nie hörst du mir zu. Und was genau kommt an, wenn Sie diesen Satz sagen? Denken Sie wieder an den Faktor 5. Es kommt an, du interessierst dich nicht mehr für mich, ich bedeute dir nichts mehr. Was in meinem Leben und meinem Herzen vorgeht, das ist dir sowas von egal. Und zwar nicht nur jetzt, sondern immer. Denn darum habe ich das Wort nie verwendet. Nie hörst du mir zu. Gut möglich, dass Ihr Partner tatsächlich in dieser Situation nicht zugehört hat, aber dieser Satz ist gerade dann, wenn Sie ihn öfter wiederholen, dazu geeignet, sein Urvertrauen in die Beziehung zu zerstören und einen heftigen Riss da reinzubringen. Wenn Sie so schlecht über ihn denken, wenn Sie der Meinung sind, er interessiert sich nicht mehr für Sie, dann wird er diesem gedachten Bild immer ähnlicher. Er verliert tatsächlich das Interesse, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und jetzt sage ich Ihnen, wie Sie dieselben drei Botschaften so senden können, dass Sie der Beziehung nützen und der Beziehung nicht schaden. Sie können es so sagen, dass Ihre Beziehung dadurch gestärkt wird. Ich übertrage es jeweils auf einen bestimmten Fall, dann haben Sie was ganz Konkretes in der Hand. Also, der Killersatz lautet, wenn du mich wirklich liebst, dann ziehst du mit mir nach München. Stattdessen könnten Sie sagen, ich bin so gern in deiner Nähe, darum würde ich mich sehr freuen, wenn du mich nach München begleitest. Damit haben Sie den Wunsch in den Mittelpunkt gestellt und den Verdacht vermieden. Zweiter Killersatz, den Sie besser ausdrücken können. Früher hast du immer sonntags das Frühstück für mich gemacht. Stattdessen können Sie sagen, ich würde mich riesig freuen, wenn du mal wieder sonntags das Frühstück für mich machst. Das habe ich immer sehr, sehr genossen. Und schon haben Sie wieder ein positives, ein zukunftsgewandtes Signal gesendet, statt den Fokus auf das vermeintliche vergangene Glück zu legen. Und hier der dritte Satz, den Sie besser ausdrücken können. Statt nie hörst du mir zu, können Sie sagen, es ist mir wichtig, dass du mir zuhörst, denn dann spüre ich, dass du in Gedanken und mit dem Herzen bei mir bist. Wieder stellen Sie den Wunsch und Ihr Bedürfnis in den Mittelpunkt, statt den anderen anzuklagen. Also prüfen Sie immer, ehe Sie dem anderen in der Beziehung einen Vorwurf machen, ob Sie es nicht als Wunsch formulieren können, denn das ist ein wunderbarer Weg der Kommunikation, um das Glück einer Beziehung dauerhaft zu mehren, statt es zu zerstören. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video über 7 Dinge, die für Sie nur derjenige tut, der Sie wirklich liebt. Prüfen Sie einmal, ob das auf Ihren Herzensmenschen zutrifft. Es wird spannend. Sie finden den Link in der Infobox und wir blenden das Video gleich noch ein. Kann es sein, dass Sie jetzt denken, es fällt mir aber schwer, schlechte Gewohnheiten zu verändern in meiner Beziehung und auch sonst? Dann habe ich einen Vorschlag für Sie. Was halten Sie davon, dass ich Sie die nächsten 365 Tage durch Ihr Leben begleite, und zwar jeden Tag? Dass Sie also jeden Morgen einen kleinen Impuls oder eine kleine Aufgabe von mir bekommen, um innerlich zu wachsen und endlich Ihre größten Ziele zu erreichen? Falls Ihnen diese Vorstellung gefällt, schauen Sie unbedingt mein Webinar »Das 3-Minuten-Geheimnis«. Das ist umsonst und dort erfahren Sie, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben fundamental verbessern. Das gilt auch für Ihre Beziehung. Der Videokurs, der ist noch für kurze Zeit kostenlos. Klicken Sie gerne hier, dann verrate ich Ihnen alles und Sie können durchstarten in ein besseres Leben. Abonnieren Sie meinen Kanal gern mit Glocke, dann verpassen Sie kein Video mehr. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.